Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch diese Videos gefallen, würde ich mich natürlich riesig über ein Abo freuen. Teilt gerne dieses Video mit euren Freunden oder generell den Kanal mit euren Freunden. Und ich würde mich auch über Feedback in den Kommentaren schreiben. Vielleicht werde ich auch noch eine Abstimmung machen, welches Video ihr als nächstes sehen werdet, wenn ich dran denke. Dort wäre es auf jeden Fall nice, wenn ihr abstimmt, damit ich eben halt dort auch ein relativ gutes Ergebnis habe. Und jetzt schauen wir uns mal den Itemshop an. Wir haben einen neuen Skin, und zwar einen Ruby-Skin. Der sieht ziemlich nice aus. Ist ein blauer Skin. Hinten auch mit Backpack. Alles im gleichen Stil. Sieht aber echt ganz cool aus. Kann man sich definitiv kaufen, glaube ich. Sieht nice aus. Dazu gibt es dann den Streifenschlitzer. Einen ganz nice Soundeffekt für 500 V-Bucks, auch vollkommen in Ordnung. Und dann Himmelsstreifen als Gleiter, auch für 500 V-Bucks Gleiter, vollkommen in Ordnung. Kann man sich definitiv kaufen, würde ich sagen. Dann haben wir den Fieber-Skin. Einmal ohne und einmal mit Helm. Sieht ganz nice aus. Hinten auch ein Backpack. Kann man sich definitiv kaufen. In männlichen Version finde ich ganz cool, auch wieder mit und ohne Helm. Auf dem Backpack, wobei ich jemand, wie gesagt, die weibliche Variante lieber mag. Dazu gibt es den weiße Bügelgleiter. Sieht ganz cool aus. Und auch noch in Rot den Wirbelwindgleiter. Sehen beide ganz nice aus. Dann haben wir Signature Shuffle. Hat coole Effekte. Von Aufwendigkeit her ist es wirklich einer der aufwendigsten Modes. Sieht auch ganz nice aus, hat eine ganz nice Musik. Kann man sich definitiv kaufen. Dann haben wir das Hüpflama als Fortbewegungsemote. Ist auf jeden Fall ein super, super cooles Fortbewegungsemote. Kann man sich kaufen. Dann haben wir die Pfadfinderin. Ist nichts Besonderes. 800 V-Bucks. Klassisches No-Skin-Outfit. Dann ein Papierflugzeug. Auch ganz nett. Tanzspagat. Nice Musik. Auch ein nice Moves. 500 V-Bucks dafür auch auf jeden Fall vollkommen in Ordnung. Und dann haben wir als letztes noch den Ranger. Auch wieder ein No-Skin-Outfit im Prinzip. Also nichts Besonderes. Das war's dann mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Video. Ciao.